Hi, Freunde, wir haben heute ein brandneues Format. Und zwar werden wir in Zukunft jeden Dienstag ein TCG-Online-Video veröffentlichen. Wir möchten euch zeigen, wie wir so unterwegs sind. Ein bisschen Gameplay, ein bisschen Booster-Opening, wenn ihr Lust drauf habt. Wir können uns auch mal mein Deck angucken. Wir werden hauptsächlich im Versus-Modus spielen. Während ich euch das erzähle, kann ich euch mal mein Deck kurz zeigen. Ich habe schon eins im Voraus erstellt. Ich habe nicht viele Pokémon, aber ich habe ganz besondere Pokémon. Capufala zum Beispiel. Damit hole ich mir meine Unterstützerkarten. Die kennt man, die ist auch sehr beliebt. Hier eine meiner stärksten Karten, Reshiram und Glurak. Damit mache ich halt 230 pro Runde Damage. Ich würde sagen, wir gucken uns noch ein paar Trainerkarten an und dann legen wir auch direkt los. Hier zum Beispiel Vertania Wald benutze ich ganz gerne, um meine Energiekarten auf die Hand zu holen. Ansonsten Kogas Falle ist auch eine sehr gemeine Karte. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verwirrt und vergiftet. Kann den Gegner schon mal verärgern. Ansonsten die Pokémon Center Dame sollte natürlich nicht fehlen, aber meiner Meinung nach die wichtigste Karte, Schweizer in Kombination mit Reshiram und Glurak, habe ich schon öfters erwähnt. Da kann ich nämlich meine Feuerenergiekarten draufklatschen, damit ich da die Attacken schneller ausführen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr Lust habt auf ein Deckbuilding, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und es ist auch sehr wichtig in dem Video, dass ihr fleißig kommentiert, damit wir wissen, worauf ihr Bock habt. Weil dementsprechend werden wir dann auch... Ich starte schon mal das Spiel. Dementsprechend werden wir dann auch das Format anpassen. Also wenn ihr Lust auf Openings habt, das können wir auch später machen, wenn ihr Lust habt. Oder Deckbuilding, wie gesagt, oder Gameplay. Schreibt es in die Kommentare. Von mir aus mit einem Hashtag Booster Opening, Hashtag Gameplay oder Hashtag Deckbuilding. So, jetzt muss ich leider einen Mulligan in Kauf nehmen, aber kein Problem, weil ich keine Basis-Pokémon auf der Hand habe. Der hat aber schöne Sleeves hier. Okay, direkt drei Pokémon ausgespielt, nicht schlecht. Ich muss hier einmal mischen. Yep, alles klar. Und dann ziehen wir auch direkt Slimog und Alola Slimog. Wie gesagt, ich habe nur 6 Pokémon. Die sind ziemlich stark, aber die muss ich auch auf die Hand kriegen. Beziehungsweise ein bisschen Glück haben und die auch noch ziehen. Jetzt habe ich halt leider kein Pokémon auf der Bank. Und der ist schon gut bestückt. Schauen wir mal, was der da hat. Emolga. Mit einer Fähigkeit in der Zeit. Haue ich schon mal die Energiekarte drauf. Geraldine. Könnte man eine Trainerkarte nehmen. Machen wir auch gleich. Man kann ja nicht pro Runde nur eine Unterstützerkarte auf die Hand nehmen. Sollte man wissen. Ich entscheide mich jetzt für Nestball, damit ich direkt ein... Ja, so kann man es natürlich auch machen. Gut, wahrscheinlich hat ihn meine Rainbow Rare Karte abgeschreckt, okay. Also so kann man auch ein Spiel gewinnen, auch nicht schlecht. Ja, man muss präsent sein, ja. Die Karte hat ihn wirklich abgeschreckt wahrscheinlich. Auch gut, wir haben einen Sieg, also so schnell kann es gehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Nee, war Spaß, wir machen natürlich direkt die zweite Runde. 75 Pokécoins. Es regnet, sehr schön, sehr schön. Wir können uns auch hier die Preise mal angucken. Mit 210 Punkten gibt es die Psyana EX-Karte. Eine wunderschöne Karte, aber meiner Meinung nach nicht so spielstark. Kann man mal machen, kann man benutzen. Gucken wir mal zu der 3 Sterne. Da haben wir Akromas, ist eine Team-Plasma-Karte. Mische deine Handkarten in dein Deck, ziehe anschließend genauso viele Karten, wie sich Pokémon auf der Bank befinden. Kann gut sein, aber... für mich eher uninteressant, weil ich, wie gesagt, im Deck insgesamt 6 Pokémon-Karten habe. Wir spielen mal weiter, mal gucken. Wir hoffen, dass... Oh, okay, der sieht cool aus, ja. Der hat auch ein Psycho-Deck, Psycho-Normal. Und wir werden mal schauen, wie der so drauf ist. Er braucht auf jeden Fall ein bisschen lange.
Münzwurf verloren, wie immer. Er entscheidet, wer anfängt. Mal gucken. Mir ist es eigentlich relativ egal. Mal so, mal so. Viele sagen, jo, den ersten Zug, den möchte ich nicht machen, weil ich ja im ersten Zug nicht angreifen kann. Aber man kann das Spiel währenddessen aufbauen. Deswegen ist es gar nicht mal so verkehrt. So, er wählt sein aktives Pokémon aus. Wir haben schon mal drei Pokémon auf der Hand. Das ist jetzt die Frage, wie spielen wir Slymox? Ich habe hier auch noch Evoli und Relaxo. Auch nicht schlecht, wenn ich halt wüsste, ob er... Komm, wir spielen mal mit Evoli und Relaxo. Als aktives Pokémon. Muss ich auf ihn warten und dann werde ich hier meine Pokémon... Ich habe hier auch Simbolara GX. Ist auch eine sehr gemeine Karte. Weil einfach der Schaden widerspiegelt wird beim Gegner. Wir packen mal unsere Pokémon drauf. Ich hoffe, der flüchtet nicht. Die letzte Runde war ja... Ging ja ganz, ganz schnell. Okay, der hat ein Iskala als sein aktives Pokémon. Haut noch Fluchtbord drauf. Okay, jetzt hat er Nestball ausgespielt. Natürlich braucht er Pokémon auf der Bank, denn wenn ich sein Pokémon jetzt direkt besiegen würde... Oh, okay. Gengar und Mimikma. Also psycholastiges Deck. Nicht schlecht, sollte man aufpassen. Durch Fluchtbord hat er die Karten jetzt getauscht. Dein Gegner zeigt dir die Handkarten. Diese Attacke fügt mal der Anzahl der Trainerkarten zu, die du dort findest. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen kritisch, dadurch, dass ich halt viele Trainerkarten auf der Hand habe. Deswegen werden wir jetzt ein paar raushauen. Itemkarte natürlich, kann man so oft spielen, wie man Lust hat. Eine Energiekarte habe ich gar nicht auf der Hand, wäre gar nicht mal so schlecht. Die packe ich auch direkt drauf. Und dann schauen wir mal, was wir mit Janina machen. Komm, wir spielen noch Janina aus. Wir können uns zwei Karten auf die Hand nehmen. Packe ich mir Brief vom Professor und Schweißer auf die Hand. So, ich kann leider, da ich keine Energiekarte auf der Hand habe, aber ich könnte mir hier mit Brief vom Professor Eich zwei Energiekarten gönnen. Die nehme ich mir jetzt auch. So, Schweißer kann ich leider nicht ausspielen, weil ich eine Trainerkarte schon hatte. Einmal aufmuntern bitte. Wir packen die Feuerenergiekarte drauf. Und haben schon mal zwei drauf. Jetzt gucken wir mal, was der da macht. Der braucht zwei Energiekarten. Dein Gegner zeigt dir seine Handkarten, also meine Handkarten. Und dann kriegt er 50. Ich habe halt zwei Trainerkarten auf der Hand. Das wären 100 Damage. Muss mal ein bisschen aufpassen. Der entwickelt hier schon fleißig. Und holt sich das nächste Pokémon, Calamanero. Einmal während deines Zuges kannst du eine Psycho-Energiekarte aus deinem Ablagestapel an ein Pokémon auf deiner Bank legen. Gar nicht so verkehrt. Das habe ich mir übrigens letzt entwickelt in Schild. In Schild? Ja, weißt du, wie du ihn entwickeln kannst? Wie? Du musst, wie heißt es nochmal? Calamimaris? Ja, Calamaris. Iskala. Iskala. Iskala, genau. Genau. Musst du natürlich entwickeln. Und während du da ein Level Up machst, musst du das Gerät auf den Kopf drehen. Weil Iskala dreht sich ja immer, ne? Ja. Ja. Interessant. Da musst du mal erstmal drauf kommen auf sowas. Interessant, wirklich. Gucken wir uns mal. Ja, Mewtwo und Mew GX, eine der stärksten Karten überhaupt, kann Attacken kopieren. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht ins Schleudern kommen. Davor habe ich ein bisschen Respekt. Der wird jetzt auch anfangen, die aufzubauen, die Karte. Der hat hier auch, der hat ganz schön starke Karten. Mega Schlappohr und Pummeluff. Der rüstet schon mal auf. Der hat hier übrigens seine GX-Karte eingesetzt. Du meinst seine Attacke, oder? Seine GX-Attacke, genau. Ja. Wie schon vermutet, Mewtwo und Mew GX wird der aufrüsten. Damit kann er alle Attacken von seinen Pokémon hier einsetzen. Also, der Dude weiß, was er tut. Kommandutan noch am Start. Sehr gut, gefällt mir. Gefällt mir. Wir gucken mal, wir können ihn jetzt... Aha,
Genau, ja, das war abzusehen. Der fügt mir jetzt Schaden zu, 250. Nächste Runde gehe ich down. Das ist natürlich, das wird jetzt ein bisschen kritisch. Was ich jetzt machen könnte ist, Achtung, ich kann Schuttpresse einsetzen, aber soll ich das bei Mewtwo und Mew machen? Das ist jetzt die Frage. Ich könnte nämlich, ich habe Flordelis auf der Hand, ich könnte sein aktives Pokémon tauschen. Ich mach das mal. Ich möchte, dass er mit Gengar spielt und dann hau ich hier nochmal eine Energiekarte, weil ich muss ja davon ausgehen, dass Evoli und Relaxo sich bald verabschieden werden. Und dann werden wir mit der Itemkarte unser Flordelis wieder zurückholen. Die finde ich eigentlich ganz, ganz stark. Und jetzt kriegt der 120 Schaden. Und wieso hast du jetzt nicht die mit 210 benutzt? Weil es eine GX-Attacke ist. Ah, ja. Und die kannst du nur einmal benutzen. Ja. Da wäre sowieso nicht down gegangen. Ach ja, dann macht es natürlich Sinn. Die möchte ich mir noch aufheben. Hier, die bereitet mir Probleme. Da wird jetzt sein Gengar wahrscheinlich wieder zurückziehen. Was hat er hier jetzt gezückt? Natürlich Shaymin EX. Wenn du dieses Pokémon von deiner Hand spielst und auf deine Bank legst, kannst du so viele Karten ziehen, bis du 6 Karten auf der Hand hast. Ja, jetzt ist die Karte aber schon auf der Bank. Also so eine Einwegfähigkeit war das jetzt. Kann er nicht mehr benutzen. Der überlegt jetzt lange. Okay, Foltergeist. Gut, das, ja. Was willst du machen? Der kriegt jetzt natürlich 3 Preiskarten, weil es eine Tag-Team-Karte war. Ich werde ihn jetzt mit Simulara versuchen, in Schach zu halten. Wenn er die besiegt, kriegt er nur 2. Ist jetzt schwierig. Was mache ich jetzt? Ziehe 2 Karten. Komm, ich ziehe mal. Oder soll ich? Ich weiß es nicht. Was soll ich machen? Komm. Ich setze alles auf Alola Slymog. Und beende meinen Zug. Ist jetzt schlecht, ne? Der ist jetzt im Vorteil. Der hat schön seine Karte aufgerüstet hier mit 3 Energiekarten. Hätte ich vielleicht doch die GX-Attacke raushauen sollen. Der hat auch sehr viele Karten auf der Hand. Mal gucken, was er jetzt machen wird. Simulara hat die Fähigkeit, den Schaden, ne, hier, wenn dieses Pokémon angegriffen wird, fügt es dem angreifenden Pokémon Schaden zu. Den entsprechenden Wert. Ja, das ist jetzt natürlich wieder die andere Sache. Jetzt hat er es auf Slymog und Alola Slymog abgesehen. Hat schön seine Karte getauscht. Also, der weiß, was er tut. Der zieht sich jetzt die Pokémon-Karten. Das wird, glaube ich, nichts. Da habe ich kein gutes Gefühl dabei. Ich kann ihm halt höchstens 120, beziehungsweise wenn ich die GX-Attacke einsetze, da brauche ich aber 4 extra Energiekarten. Dann bekommt er 15 Schadensmarken und ist vergiftet. Aber so weit kommt es leider nicht. Ja. Welche Attacke hat er da eingesetzt? Ja, das Spiel ist vorbei, ist verloren. Grüße gehen raus. Nicht schlecht. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Vor allem nicht durchs Aufgeben. Wie der erste Boy. Aber der war gut, der hat schön aufgebaut, der hat auch starke Karten, muss ich sagen. Schön aufgebaut, in die Enge getrieben. Der hat früh seine GX-Karte, beziehungsweise die GX-Attacke, hat er meiner Meinung nach ein bisschen zu früh ausgespielt. Ich nehme mal Kopf. Aber so ist es halt nun mal, man kann nicht immer gewinnen. Da sind ja auch Pros unterwegs. Ein Mulligan muss ich wieder in Kauf nehmen. Der hat hier ein Wasserdeck anscheinend. Starter-Pokémon hat er am Start.
Ich muss meine Karten wieder in mein Deck mischen und dann neues Glück. Oh, oh, oh. Guck dir mal die Karte an, die ich jetzt gezogen habe. Und guck dir mal meine Hand an. Ich habe Schweißer und zwei Energiekarten. Okay. Mal gucken. Wobei ich sagen muss, der hat ein Wasserdeck. Und ich habe hier eine Schwäche. Wasserschwäche, logischerweise. Okay. Kommt aber mit einem Elektro-DD, ne? Wir schauen mal. Ein Hyperball hat er auch noch am Start. Jetzt holt er sich ein paar auf die Bank. Nicht schlecht, könnte interessant werden. Also meine Hand sieht mal, sieht toll aus. Shigi. Wasser, Elektro hat er drin. Interessant. Die Fähigkeit, wenn du dieses Pokémon während deines nächsten Zugs aus deiner Hand auf deine Bank spielst. Das war wohl nix. Und die Attacke, statischer Schock 50. Ah, die haben wir aber gerade eben auch noch gesehen, in der letzten Runde. Ja. Die ist aber beliebt. Ja. Mal gucken, was das wird mit dem. Hat auf jeden Fall jede Menge Trainerkarten. Seine Karten auf seinen Ablagestapel. Aus seinem... Oh, nochmal ein Shigi. Öde des Chaos. Wenn ein Spieler eine Stadionkarte aus seiner Hand spielt, legt jene Stadionkarte auf den Ablagestapel. So, jetzt fangen wir mal an. Einmal den Schweißer. Eins, zwei. Drauf da. Und Energiekarten brauche ich jetzt erstmal nicht. Kann aber leider nur mit Wutanfall, beziehungsweise ich könnte ihm schon 200 drücken. Aber so schnell wird er mich nicht angreifen können. Deswegen warte ich auf Feuergeschoss. Ich warte auf Feuergeschoss. Ich bin halt der Meinung, man darf die GX-Karte nicht so früh ausspielen. Der hat hier auch nochmal, die haben wir gar nicht gesehen, Keldeo. Ja, danke für die Info. Verhindere alle Effekte von Attacken, einschließlich Schaden, die diesem Pokémon durch Pokémon GX oder Pokémon EX deines Gegners zugefügt werden. Ich hasse diese Karte. Weißt du warum? Weil ich habe nur GX-Karten. Machst du gar nicht gegen die Karte? Nichts. Ja, du musst mit normalen Pokémons angreifen. Also ja, Pokémons. Aber keine normalen. Ja, das ist ja das Problem. Ja. Deswegen muss ich jetzt so schnell wie möglich versuchen, eigentlich die hier wegzumachen. Weil er wird sie jetzt aufrüsten und dann ausspielen, das ist ja klar. So, was hat er hier gemacht? Turtok. Einmal während deines Zuges kannst du dir die obersten 6 Karten deines Decks anschauen und beliebig viele Wasserenergien, die du dort findest, beliebig an deine Pokémon anlegen. Damit wird er Keldeo aufrüsten, das ist schon mal klar. Ich bräuchte jetzt Flordelis. Ne, bringt mir auch nichts. Bringt mir auch nichts. Das ist jetzt blöd, ne? Da kannst du so gute Karten auf der Hand haben. Ja, das war abzusehen. So. Keldeo am Start. Schön den Schaden erhöht. Du kannst ihm jetzt keinen Schaden machen. Ich kann ihm nichts. Das war natürlich ideal. Richtig, richtig. So gesehen hätte er keine Chance. Das wird nix. Das wird nix so. Das bringt überhaupt nichts. Ja, dann mach doch lieber die Aufgabe und pack noch ein paar Booster aus für die Leute hier. Was weißt du was? Ich pack noch meine GX-Attacke aus, auch wenn ich verliere. Siehst du? Passiert nix. Ja. Es kann nicht immer glatt laufen. Ich habe auch keine Pokémons auf der Bank. Das heißt, er wird nicht nur 3 Karten sehen, er wird das ganze Spiel gewinnen. Herzlichen Glückwunsch. Keldeo, ich hasse diese Karte. Ja, mit meinem Deck kann ich nichts damit anfangen. Okay, nochmal verloren. Auch gut. So, dann lassen wir es jetzt mal gut sein. Ich glaube, ich habe noch ein paar Booster am Start. Nicht so viele. Booster Packs. Was sollen wir denn auspacken? Komm mal ran hier. Komm. Verborgen Schicksal. Oh, Shiny Glurak, oder was? Mach mal 3 auf, es langt. Warum 3? Soll ich nicht alle? Ja, ich weiß nicht. So, du hast Zip. Ja ein paar Duelle gemacht, die waren ja nicht schlecht. Schauen wir mal. Aber die Leute wollen ja auch nicht gelangweilt werden. Guck mal, was hier ist. Ah, ein Anton. 2 verdeckte Karten.
Nummer 1, Blitzer. Nummer 2, Evoli. Komm, wir öffnen noch eins. Also Leute, wenn ihr Bock auf Openings habt, Hashtag Opening in die Kommentare, damit wir wissen, was ihr wollt. Oh oh, Xerox GX in Shiny. Die hätte ich gerne auch mal in echt gehabt, aber... Tja, so. Kannst du haben. Nee, kannst du nicht haben, no ist ja chance. Virtuell. Komm, noch eins, direkt hinterher. Geht doch schnell. Was soll's. Rein da in die Masse. Und... Smogmog. Direkt noch eins. So viel habe ich leider nicht. Aber ich glaube, du hast einige. Ui, die ist ja, doch schön, oder? Ist, nett. Ja, ich habe ein paar mehr, aber... Können wir auch mal auspacken, oder? Was die Leute wollen. Weil Hashtag Opening, Leute. Hashtag Opening. Wenn die Leute schreiben, sie wollen lieber ein paar Duelle sehen oder Deckbuilding, dann... Deckbuilding ja. Können wir auch machen. Kein Thema. Oder sie können auch sagen... Ui, was ist denn los? Zirgade, die hatte ich öfters... Shiny. Gezogen. Geil. Ja, wenn die Leute sagen, dass sie gar keinen Bock auf TCG haben, dann ist es ja auch. Dann stampfen wir das neue Format auf. Yes. Oh, war wohl nix. Pass auf, jetzt kommt Shiny Glurak raus. Glaubst du? Wenn ich in dem Raum bin, kommt kein Shiny Glurak. Geh mal kurz raus. Ui. Das gibt's doch nicht, oder? Elektroball Shiny. Shiny, Shiny, Shiny. Shine bright like a diamond. Ja, aber hallo, mein Lieber. Geht ein bisschen schneller, ne, diese Openings. Ja. Zack, zack. Und Kangama. Oh, jetzt ist fertig, glaube ich. Braucht kein Mensch. Fertig? Jo. Oh, okay. Stunde der Wächter hätte ich noch. Aber die können wir in einem neuen Video vielleicht mal auspacken. Ja. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass ihr dieses Video, speziell dieses Video, kommentiert. Von mir aus mit einem Hashtag Opening. Von mir aus Deckbuilding oder Gameplay. Sagt uns einmal Bescheid, worauf ihr Lust habt. Und dann werden wir weitere Videos produzieren. Oder auch nicht. Ja. Also, Kanal abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Diesmal ganz wichtig. Wir sehen uns demnächst. Bis dann. Ciao. Tschüss.